Hi Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute haben wir mal wieder ein Video zu Dragon's Dogma 2 am Start, denn ich dachte mir, der Release ist ja nicht mehr allzu lange hin, also Mitte März, ganz grob gesagt, geht's ja los. Und es ist in den letzten zwei Wochen zu einigen Updates gekommen, nämlich unter anderem das, was ich euch jetzt gleich hinten im Bildschirm zeigen werde. Wir werden uns einerseits die neue Klasse angucken, die angekündigt wurde, und dazu dann auch noch Gameplay und wie sie funktioniert besprechen. Also, falls ihr das Game feiert, falls ihr wollt, dass wir dieses Game auch auf dem Kanal haben, lasst gern unten einen Kommentar oder eine Reaktion da. Ich hatte es mal gestreamt, also Dragon's Dogma 1, da war die Begeisterung nicht allzu groß, deswegen weiß ich nicht, ob wir das Game auf dem Kanal nehmen sollen. Wie gesagt, lasst mir gerne Feedback dazu da. Aber steigen wir jetzt mal ein. Wenn wir jetzt hier nämlich bei der offiziellen Webseite vorbeischauen, seht ihr hier, dass ein neues Symbol hinzugefügt wurde, nämlich der Kriegsmeister. Hier unten seht ihr eine kleine Vorschau, wie man dann so etwa aussehen kann. Der Kriegsmeister ist eine exklusive Laufbahn für den Erweckten, das heißt deine Vasallen, die du mitnimmst als KI-gesteuerte NPCs sozusagen, die können diese Laufbahn nicht haben, also nur ihr als echte Spieler sozusagen. Dann seht ihr hier auch ein bisschen Gameplay dazu, das werden wir uns gleich aber noch ein bisschen ausführlicher anschauen. Und hier mal kurz die Intro, was ist denn der Kriegsmeister für eine Klasse und warum freuen sich eigentlich so viele auch darüber. Es handelt sich um eine neue Laufbahn, die exklusiv dem Erweckten zur Verfügung steht. Kriegsmeister können nämlich jede Waffe benutzen und verschiedene Fertigkeiten jeder Laufbahn erlernen. Es ist also wirklich mehr als nur Hybrid. Es ist eigentlich, ich kann irgendwie ein bisschen alles. Und wer jetzt da mal kurz drüber nachdenkt, wird ja sofort denken, Mensch, das klingt ja extrem overpowered, wie kann das sein? Durch die Verwendung unterschiedlicher Waffen kann der Kriegsmeister auf jede Situation reagieren und Kombinationen ausführen, die alle Laufbahngrenzen überschreiten. Also wie ihr hier seht zum Beispiel, ein Magier kann auf sein Zweihandschwert wechseln zum Beispiel. Ja? Also ihr könnt euch wirklich an jede Situation mit einem Knopfdruck anpassen und dann eine andere Waffe haben und auch andere Fertigkeiten nutzen, um im Kampf unterwegs zu sein. Das bietet sich natürlich für die Leute an, die einfach sagen, oh, ich möchte mich noch nicht festlegen, ich weiß noch gar nicht, was mir gefällt. Oder eben Leute, die sehr vielseitig sein möchten und nicht das Gefühl haben wollen, oh, wäre ich doch jetzt gerade Bogenschütze, obwohl ihr Nahkämpfer seid, weil ihr die Situation vor euch habt, wo ihr einfach diesen Nachteil spürt und diesen Nachteil jetzt einfach überwinden könnt durch diese Kriegsmeister-Profession sozusagen, dass ihr einfach switcht zu einer anderen Waffe und dann plötzlich aus dem Fernkampf angreift oder in den Nahkampf geht, je nachdem, wie es euch beliebt. Und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie balanced man sowas, wie kriegt man dann als Entwickler sowas überhaupt hin? Das klingt mega overpowered. Die niedrigen Grundwerte des Kriegsmeisters sorgen dafür, dass er auf die situationsabhängigen Stärken unterschiedlicher Waffenarten zurückgreifen muss, um mit den spezialisierten Kräften anderer Laufbahnen mithalten zu können. Also hier haben wir dann eigentlich den Ansatz für diese Klassenphilosophie, nämlich der Kriegsmeister hat einfach niedrigere Charakterwerte, Grundwerte. Er ist also von seinen Basiswerten schwächer als die anderen Professionen und muss das ausgleichen, indem er eben gezwungen ist, auf diese anderen Waffen zurückzugreifen und wirklich das Maximum aus jeder Situation und aus Schwachstellen von den Monstern rauszuholen. Das heißt, was die Stärke angeht von den Attacken und den einzelnen Skills, wird er niemals so stark sein können wie die Klasse, die sich auf diese Skills und diese Waffen spezialisiert hat, sondern er hat seine Stärke, indem er eben auf die Situation reagiert. Und das ist natürlich auch mit Aufmerksamkeit verbunden und Wissen verbunden, zu wissen, wann man nämlich was am besten macht und wann man wie am besten angreift. Man muss also die Kampfmechaniken von Dragon's Dogma 2 sehr wahrscheinlich gut beherrschen und gut kennen, um mit diesem Kriegsmeister effektiv spielen zu können. So viel aber mal als Vorschau für diese Klasse. Wir gucken uns jetzt zusammen noch Gameplay an. I make no mistake. The dragon will appear before me when the time is come. Look
Ihr habt jetzt also schon gesehen, ihr müsst immer auf die Waffenwechsel achten, dann seht ihr, wie der hin und her wechselt wie wild. Also ist ganz cool anzugucken. Also das ist halt das, was mega ist, ne? Der wechselt nicht nur zwischen zwei Sachen hin und her, der kann noch viel mehr hin und her wechseln. Der hat jetzt da vorhin schon zwischen drei oder vier hin und her gewechselt, Waffenarten, also und auch Klassen sozusagen oder Klassenskills. Das ist schon krass. Thy will, thy soul, these are all the means thou hast to carve thy path anew. Und hier wurde ja auch noch was angekündigt, da kommen wir jetzt auch mal kurz zu sprechen drauf, als schönes Goodie zum Schluss dieses Videos. Nämlich die sogenannten Laufbahnmeister. Diese Laufbahnmeister könnt ihr im Lauf eurer Reise treffen und euch mit denen anfreunden, eine Beziehung zu denen aufbauen. Muss nicht unbedingt eine Liebesbeziehung sein, wie das gemeint ist, hier einfach mit denen irgendwie irgendwas für die machen wahrscheinlich und so weiter. Und dann erhältst du entweder Zugang zu seiner Laufbahn, also diese Laufbahnmeister haben ihre eigene Laufbahn gemeistert, und wenn ihr eine Beziehung zu denen aufbaut, dann verdient ihr euch Zugang zu deren Laufbahn, könnt also in deren Laufbahn reingehen. Oder ihr kriegt spezielle Folianten der sogenannten Meisterlehre, die dir Fertigkeiten von höchster Macht beibringen. Das heißt, mit diesen NPCs zu interagieren, wird von sehr großem Nutzen sein, falls ihr dann auch in andere Laufbahnen reingehen möchtet im Laufe des Spielfortschritts und so weiter oder so fort. Und halt eben auch selbst nochmal krassere Skills lernen möchtet. Also das wird beides angeteasert. Und für Leute, die einfach sich nicht festlegen wollen oder einfach im Laufe der Zeit keinen Bock haben, die ganze Sache von vorne anzufangen, sondern mit dem bestehenden Charakter eben alle Möglichkeiten zu haben, wie zum Beispiel in einem Final Fantasy 14, ja, das ist genau das Ding, was hier geboten wird. Lasst mich gerne wissen, was ihr vom Game haltet und von diesen Mechaniken und von diesen Klassen haltet, die es bisher gibt. Ich habe ja auch schon ein Klassenvideo zu den bisher oder der vorbekannten Klassen online gestellt. Schaut da auch gerne vorbei, falls ihr da euch noch nicht auskennt. Und lasst mir, wie gesagt, eben gerne Feedback da, ob ihr mehr Content zu diesem Game sehen möchtet hier auf dem Kanal. Bis zu einem nächsten Video vielleicht. Macht es gut und auf Wiedersehen. We'll be right back.